Herzlich willkommen zum neuen Video, heute mal aus Berlin. Ich bin hier in der Schlossstraße und mache morgen irgendwas, wo ich noch gar nicht weiß, was es ist, denn ich werde überrascht und da will ich euch gerne mitnehmen. Darum übernachte ich heute hier in Berlin und ja, jetzt gehen wir noch erstmal irgendwo essen und dann geht's los. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitrönenberlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein und viel Spaß beim heutigen Video. Einen wunderschönen guten Morgen. So, die erste Nacht hier in Berlin habe ich gut verbracht. Es regnet und ich weiß immer noch nicht, was wir heute machen. Ja, bin schon ganz gespannt. Jetzt geht's los mit dem Zug oder besser gesagt mit der S-Bahn fahren wir erstmal irgendwo hin. Die Überraschung ist geglückt. Ich bin jetzt am Flughafen, muss jetzt während des Fluges Kopfhörer aufsetzen, dass ich nicht höre, wo es hingeht. So, ein paar Kleinigkeiten habe ich schon rausbekommen und zwar geht es in ein Land, wo ich noch nicht war. So, wir sind hier in Riga am Flughafen angekommen. Ich begrüße euch ganz herzlich aus Riga. Wir sind für ein Wochenende nach Riga gefahren und ein paar Impressionen dieser Stadt will ich euch in diesem Video zeigen. Wir sind jetzt hier in der Altstadt von Riga und hier ist gerade nicht so viel los.
Das ist der Domplatz in Riga. Und hier ist auch gleich der Dom. Zum ersten Mal seit Corona gibt es hier auch ein paar Regeln. Also ich empfinde sie sogar ein kleines bisschen strenger als in Deutschland. Aber ja, in Deutschland bin ich nicht so viel in den Städten unterwegs. Ich will euch mal ganz kurz erzählen, wie es dazu kam, dass ich hier nach Lettland gefahren bin oder geflogen. Und zwar habe ich zu Weihnachten einen Gutschein bekommen über eine Überraschung an einem Samstag in Berlin. Und am Freitag wurde ich schon nach Berlin eingeladen, weil die Überraschung wohl am Samstag sehr früh beginnt. Und ja, dann sind wir am Freitag nach Berlin gefahren, haben dort geschlafen, einen gemütlichen Abend verbracht und mussten schon sehr, sehr früh aufstehen. Und mir wurde bis in Riga auf dem Flughafen nicht gesagt, wo es hingeht. Ich musste auf dem Flughafen meine Brille abnehmen, dann kann ich natürlich nichts lesen. Und ich hatte Musik in meinen Ohren, dass ich nicht hören kann, welche Ansagen gemacht werden. Und ja, ich habe halt gemerkt, 2 Stunden Flugzeit, aber ich wusste nicht, wo wir landen. Ich habe dann halt den Schnee gesehen und hatte gedacht, Skandinavien irgendwo. Ja, und wie ihr seht, bin ich hier in Riga gelandet. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute ist unser 2. Tag hier in Riga. Und ja, wir gehen jetzt erstmal zum Frühstück und dann schauen wir mal, wollten wir vielleicht noch zum Hafen und noch so eine schöne bunte Kathedrale ansehen, bevor es wieder nach Hause geht. So, schaut mal, wie viel Schnee hier liegt. Und das meiste liegt noch auf den Dächern. Und das ist echt gefährlich hier, wenn man so dicht am Dach entlang geht. Das fliegt alles runter. Hier sind stellenweise Sachen abgesperrt und so. Und wir hatten gestern mehrmals Glück, dass wir nichts auf den Kopf bekommen. Und hier rechts rum ist gleich unser Hotel. Das heißt, wir sind hier direkt am Stadtkern und hier vor der Tür sind die Bremer Stadtmusikanten.
So viel Schnee ist jetzt hier in den letzten Tagen gefallen. Und hier vorne ist Haus 5, das Dach. Und ja, da ist unser Zimmer. Mitten in der Altstadt sozusagen. Wir haben hier 2 Minuten Gehzeit zu Restaurants und so weiter. Hier durch ist unser Hotel. Jetzt fahren wir mit Bolt. Good morning. Morning, morning. I learned Russian in the school. Da? Yes, da. So, jetzt sind wir wieder am Flughafen und checken gleich ein. So, wir sind jetzt auf dem Flughafen, kurz vor Abflug, und es geht zurück nach Deutschland mit, da hinten steht eine Maschine, Ryanair. Wir sind gelandet hier in Berlin und jetzt geht's nach Hause. So, das schöne Wochenende geht zu Ende. Hier ist mein Bahnhof. Ich bin gerade in meinem Ort angekommen. Wie immer ist das Wetter bescheiden schön. Es regnet wie praktisch seit 2 oder 3 Monaten hier. Ich weiß nicht, ist es bei euch anders? Ja, egal, damit müssen wir leben. Hat euch das Video gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, einfach unten auf Abonnieren klicken. Also dann, bis bald!